Soll ich auch so schreien wie du? Ja. Hey Leute und willkommen! Okay, 3, 2, 1. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Evine 2019. Hier zusammen mit dem Jan. Hi. Hi. Wir fahren die Strecke Bahrain. Wer die letzte Folge verpasst hat, unbedingt bei beiden Kanälen vorbeischauen, denn wir nehmen das natürlich auf beiden Kanälen auf. Parallel, beide Videos könnt ihr auch gucken, denn wir cutten, wenn wir cutten, dann immer gleich. So, es ist übrigens auch nachts, sehe ich gerade, das Rennen so ein bisschen. Ja, klar, das Bahrain ist immer nachts. Echt? Also, zweites Rennen Australien. Nicht. Leute, wir haben die Schwierigkeit höher gestellt. Ja, ich bin letztes Rennen rausgeflogen, da bin ich immer ein bisschen traurig drüber. Nichtsdestotrotz haben wir die Schwierigkeit hochgestellt ich glaube 4 Stufen ungefähr und ich bin jetzt gespannt, wie das läuft. Keine Ahnung, ich habe keinen Plan, hoffentlich ein bisschen realistischer, bei dir ist gut gelaufen, ja, das stimmt. Ja, ich habe die Schwierigkeit auch schon mal ausgetestet und es ist deutlich realistischer so für unser Team. Und streckenmäßig, ich mag Bahrain nicht. Also fahrerisch ist sie okay, finde ich sogar noch. Fahrerisch ist sie okay, aber ich hatte da die letzten beiden Saisons so viel Pech. Also ich glaube, wir hatten wir letzte Saison sogar zweimal Safety Car. Nee. Hatten wir nicht einmal zweimal Safety Car auf dieser Strecke? Nee, weiß ich nicht. Wo die einmal uns rausgerammt haben, also ja, mich das war aber nicht. Ich glaube, das war dann wirklich Red Bull. Also ich habe mit ja, Renault mit hatten Red Bull wir, glaube ich, hatten wir keinen Safety Car auf der Strecke. Egal. Genau, wir waren ja erst bei Ferrari, von Ferrari wir zu Red Bull, von Red Bull zu Renault und jetzt sind wir bei Racing Point. Geil. Ja, naja, Leute, es hat übrigens hier wieder 32 Grad in meinem Zimmer. Draußen 40 Grad. Ja, draußen ist bei mir irgendwie 38 Grad oder so und hier müsste es auch ein paar 30 Grad drin sein. Ja, bei mir auch ungefähr. Also ich bin vorhin mit dem Auto von der Schule angefahren, da stand auf jeden Fall 38,5 Grad drinnen. Das war auf jeden Fall richtig geil. So, ich fahre jetzt meine erste gezeitete Runde. Ich guck dir zu, ja. Ich habe richtig viel Spaß. Leute, hoffentlich fliege ich heute nicht raus. Nein, da ist jetzt einer gerade richtig doof rausgefahren. Ja, das kriegst du hin. Ich hab's gesehen, aber das kriegst du hin. Deswegen fahre ich immer ein bisschen später raus. Hoffentlich ja, fliege ich aber heute du nicht raus. Ja immer nur einmal. Ich weiß, hoffentlich fliege ich heute aber auch nicht raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Sondern auch wieder Punkte holen. Ja, mit dem Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, wir müssen eine kritische Angelegenheit wahrscheinlich. Ja, deswegen habe ich auch extra den Start mehrere Male geübt. Ich habe gar nicht geübt. Du hast tatsächlich seit der letzten Aufnahme ein bisschen geübt. Eine halbe Stunde ungefähr. Ja, aber immerhin. Ja, ja. Ja, kicken wir mal, wa? Das war schlecht. Also man muss wirklich, wenn man eine richtig, richtig gute Runde macht, so ohne Fehler kann man wirklich sich auch weit vorne immer noch qualifizieren. Aber wenn man halt Fehler macht, also ich habe jetzt gerade schon einen Fehler und da vor mir ist irgendein. Ja, ich sehe gerade, die sind jetzt alle vor dir irgendwie. Und das in dieser doofen Kurve hier. Der oh, McLaren. Aber ich bin hier aber auch so schlecht, muss man dazu sagen. Also wie gesagt, so Bahrain. Schlecht einfach. Bahrain ist einfach mir auch schon so viel Schlechtes passiert und ich mag die Strecke an sich, so vom Fahrischen. Das sind halt zwei, diese langgezogenen Kurven mag ich gar nicht. Da bin ich so langsam. Ja, naja. Kriegen wir hin. Bin jetzt gespannt. Bin auch gespannt. Alter. Was ist da los? Ja. Es ist ja noch kein guter gefahren. Mm. Ja, alle haben ja, sich ja, gerade ja, gefahren, ich haben weiß. Die ganze Zeit eine schnellste Runde. Ja, ich habe nur damit gerechnet, dass du nicht so weit oben bist. Aber ja, ich weiß schon. Hamilton, sorry, und so, die sind ja noch nicht gefahren. Ich bin gespannt, was du jetzt als erste Runde fährst. Ja, mindestens 1,30 glatt. Also wenn du keine 1,29 fährst, dann bist du enttäuscht. Dann überlege ich, das Team zu wechseln. Was soll das denn jetzt?
Mal gucken, ich muss mich jetzt überhaupt erstmal einfahren. Ach ja, Leute, also wichtig, ich bin der zweite Fahrer. Ja, ganz wichtig ist, dass ihr beide Videos parallel schaltet. Ja, das ist sowieso. Ihr könnt mal Tipps reinschreiben. Was denkt ihr, wo werden wir als Team und als Einzelfahrer am Ende der Saison stehen? Gibt ja insgesamt 21 Rennen. Ihr könnt gerne tippen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil wir ja mit dem Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen versuchen Boxen zu regulieren. Aber an sich könnt ihr das gerne mal machen. Ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass mein Mikrofon nicht perfekt positioniert ist, sondern ich da dran komme hier. Das gefällt mir natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh, ja. Ich schieb's ein bisschen weg. Ja, keine Ahnung, vielleicht so. Ich hoffe, dass das gut ist. Man muss mich natürlich gut hören. Echt? Ja, ja, das ist so ein kleiner Insider, dass man das machen muss. Okay, nicht. Ich bin halt hier auch als erster Fahrer der Teamleader. Ja, man muss mich auf jeden Fall gut hören. Bist du schon draußen? Ja. Wir fahren ja fast alle jetzt in Inlab. Ja, ich fahre jetzt gleich auch. Du hast nur eine gezeitete gefahren, ne? Ich habe nur eine gezeitete Runde gefahren. Ich bin jetzt drin. Er ist einfach drin, ne? Aha, ich wähle jetzt 9 Satz Reifen aus und fahre dann direkt nochmal raus. Hä, 9 Satz, ey, wie verschwende. Ach, das ist ja wieder diese geile langgezogene Kurve nach rechts, wo man schön auf den Curb fahren darf. Weil wenn man da drauf kommt, dann fliegt man schön raus. Ja, dann kann man sich schön überschlagen. Ja, oh, ich schieb den PC ein bisschen weg und fahre dabei in den Sand. Gelbe Flagge wegen mir. Aber du hast doch, das ist nicht deine Zeitrunde, oder? Nee, ich schieb den PC ein bisschen weg, weil der ultra Luft zieht gerade. Okay, ja, geil. Dass man nicht jetzt so gut, dass man den nicht so hört. So, jetzt fahre ich meine gezeitete. Ich komm gerade raus. Ja, oh, ich dann seh dich bleib gleich vorbei. Ja, nee, du bist ja locker an mir vorbei. Hui. Aber diesmal ist es nicht so krass wie im letzten Teil, dass dann plötzlich alle gleichzeitig wirklich drin sind und ein paar Minuten Pause machen. Meinst du? So was. Also ich glaube, das ist auch. Ja, okay, man sieht ja, es fahren ziemlich viele gerade. Also was heißt ziemlich viele, aber es fahren ein paar. Es ist ausgeglichener. Klar, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich glaube, es gibt jetzt nicht diese perfekte Zeit, wo wirklich alle drin sind. Oh, das war schlecht. Egal, wir kriegen das schon hin, Leute. Ich bin jetzt noch ein bisschen angestrengt in meiner ersten schnellen Runde. In der Warmfahrrunde habe ich ja ultra den Kack gemacht. Aber wir sollten das schon hinkriegen. Ich muss halt dann nochmal eine bessere Zeit fahren, weil du ja auch nochmal fährst. Boah, ich fahre das heißt so ja nicht, schlecht. Dass ich mich verbessere. Ich habe mich gerade fast gedreht. Ja, der sagt so, er fährt so schlecht, ist gleich erster hoch 5 oder so. Hoch 5. Oh, Hamilton. Was? Ist der gut? Gleich ist mein Reifen wieder weg. Yo, mein Reifen ist echt gleich weg. Ist er, ja. Alter, Mike, pass doch mal auf, jetzt startest du vom Platz 20. Echt? Alter. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ich bin noch nicht drin in dem neuen F1. Ich bin noch nicht drin und ich kam ja auch nicht dazu, mich warm zu fahren. Also das Spiel ist gestern rausgekommen. Du bist doch nicht drin und du bist doch nicht drin. Gestern kam das Spiel ja raus. Und wir haben gestern direkt Australien gefahren und jetzt, einen Tag später, ohne dass ich zwischendrin Training hatte, fahren wir jetzt mal rein. Also, quasi, ja. Ich habe halt noch gar kein Training quasi gemacht. Naja, das ist natürlich geil. Sieht gerade so aus, als würde meine Kamera ruckeln. Was war das für ein Fail? Das ist natürlich wieder der typische F1-Bug. Hast du auch nicht im Bug-Modus gestartet? Nee, tatsächlich nicht. Nice. Es war übrigens auch in dieser rechten Hochfahr-langgezogenen Kurve. Ja, ich weiß, ich habe dein Auto ja gesehen. War ja direkt hinter dir. Ich weiß nicht warum, aber es hat mich halt wieder voll rausgezogen. Naja, ich kann mal Bilder machen von Bahrain, dann habe ich zu jeder Strecke Bilder. Das ist natürlich auch geil. Sehr geile Taktik. Wir haben uns abgesprochen. Richtig abgesprochen, ja. Boah, aber es könnte sein, dass ich ja aber nochmal eine richtig gute Runde mache. Also meine Runde war auch nicht besonders gut. Wirklich nicht. Ey, das ist so krank, ey, wie schlecht ich bin. Boah, wieso ist meine gerade so gut? Wieso konnte ich da gerade so crazy fahren? Alle neuen Zuschauer denken sich jetzt so, oh mein Gott, ist der kacke.
verbessere mich gerade fast um eine Sekunde. Aber das Ding ist, ich bin ja eigentlich gar nicht so kacke. Also ich war jetzt Fahrerweltmeister mit Red Bull, bei Renault ziemlich gut unterwegs. Ferrari weiß ich gar nicht mehr, aber da war ich auch jetzt nicht so schlecht. Also. Bei Ferrari war ich, glaube ich. Bist du sicher? Ich habe mich gerade fast um eine Sekunde verbessert. Ich dachte, du hast dich fast überschlagen. Nee. Ja, fährst du noch oder wollen wir kacken? Wir können kacken. Okay, dann machen wir das. Weiter geht's! So, also es ist doch verblüffend. Also scheinbar ja, habe ich die zweite Runde habe ich auch dass ich vom Platz 20 starte. Ja, das ist sehr verblüffend. Leute, nochmal ganz kurz, ich funk einfach dazwischen. Ich nehme die Kamera jetzt über die Kamera selber auf, damit es nicht leckt. Es hat, glaube ich, tatsächlich gerade geleckt. Also ich habe mich ja wirklich quasi um genau die Zeit, die Charles Leclerc auf mich Abstand hat, nochmal verbessert. Ansonsten wäre ich ja nicht auf Platz 1. Das war halt wirklich, habe ich eine gute Runde im Flow erwischt, würde ich sagen. Und das ist halt super wichtig. Und ja, ich bin total gespannt, was Mike jetzt hier auch von Platz 20 macht. Gar nicht, das wird total nicht. Gar kein leichtes Rennen. Ja, wenn Vettel nicht mal aufgeholt hat, wie soll ich das dann machen? Ja. Ich fahre mit Weiß! Nice, ey! Ah, du hast nur einen Boxenstopp, oder? Hey, 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 ja, hab ich. Ja, guck, ich hab mindestens 4 Boxenstopps. Nee, die Frage ist, fahre ich rot-weiß? Oder gelb-weiß? Ich nehme mir Benzin für 31 Runden mit. Soll ich lieber rot-weiß oder gelb-weiß fahren? Man Ach, von du Scheiße, dir. Hallo? Warte, ich überlege gerade, ob ich rot-rot-gelb oder rot-gelb-gelb fahre. Ja, ich überlege auch. Hilf mir, hallo? Ja, ich mache rot-rot-gelb. Fahre ich gelb-weiß oder rot-weiß? Das von der Zeit tut sich fast nichts. Die Frage ist halt, die Roten... Rot-Weiß oder Gelb-Weiß? Ja, die Roten, die muss ich halt ein bisschen früher wechseln. Kannst du nicht erst auf Weiß starten und dann später auf Rot nochmal wechseln? Da musst du dich umändern halt, ne? Ja, weil es ist ja besser für dich, wenn du länger draußen bleibst, weil du jetzt erstmal so überholen musst, aber mit dem Weißen vielleicht... Also warte mal, ich fahre 19 mit Weiß und 10 mit Rot, dann mache ich das einfach. Wäre eigentlich besser, wenn du quasi halt am Anfang länger, viel, viel länger draußen bleiben ja, könntest, das kann um man halt schon zu überholen. Glaube ich. Kann man es machen? Ja, klar kannst du es machen. Ja, offensichtlich kann ich die nicht verstellen. Doch, Strategie bearbeiten drücken. Ja, aber ich... Ah, doch, jetzt. Hey, was war das für ein Bug? Ja, okay. Das ist ja so dumm. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, weil ja, warte, dann drücke ich noch nicht auf Rennen starten, weil sonst ja, läuft, glaube ich, ein Timer. Sinn, ja. Ja, dann, das macht schon Sinn, dass ich länger draußen bleibe halt einfach. Ja, genau. Ja, okay, dann müsste so... Ja, genau, passt. Boost Freilevel werden jetzt. So, das wird spannend. Dann starten, let's go. Ach ja, hier muss ich ja kuppeln, ich wollte schon auf der anderen Taste kuppeln. Na komm. So, erstmal alles runterstellen. Junge, die fahren einfach nicht los, ich bin einfach so weit hinten, dass noch kein... Die fahren immer noch nicht, jetzt fahre ich. Oh, ich weiß noch, wo war das, bei Monaco oder so? Du warst schon wieder zurückgeportet, da bin ich noch nicht mal an dir vorbeigefahren. Das kann sein. Ja. Ja, das war cool. So, also ich starte offensichtlich hier in die neue Saison mit krassen Racing Point ganz gut rein. Ich will immer Force India sagen, ey. Ja, ich weiß, es ist auch... Für mich im Herzen ist es Force India. Was denn für ein Herz? Was? Ein pinkes. Ja, Ich habe sogar meine... Einblendung jetzt in die Force India Farben. Ich hab's gesehen, ja. Also in Pink gemacht. Ich hab's gesehen. Das habe ich nicht gemacht. Das ist mir viel zu aufwendig. Einfach Farben ändern. Das Ding ist, ich habe ja Einblendungen nicht über Premiere laufen, sondern ich habe die ja bei After Effects erstellt und dann müsste ich die jetzt nochmal quasi neu erstellen und ändern. Ah, nee. Ich hab die über diese coolen... Ja, das habe ich schon gesehen. Ich kenne das ja, aber ich habe die nie benutzt, weil ich ja meine erstellt habe und wieso sollte ich meine erstellten einfach nicht nutzen? Das ist einfach so krass und macht den After Effects selber. Geil. Ich finde, die sehen ganz gut aus eigentlich. Meine? Nein, mein, also... Nee, sagt er! Doch, deine natürlich auch. Ich habe richtig Spaß, jetzt gleich in der ersten Runde wieder rauszufliegen.
Und sonst so. Du bist nicht in der ersten Runde rausgeflogen, du bist in der zweiten Runde, aber bei dem Start stimmt, könnte ja es gut passieren. Nee, nee, ich hoffe eigentlich, dass ich muss halt vorsichtig in der ersten Runde so ungefähr 20. starte und dann direkt Erster bist. Nach der ersten Kurve direkt einfach, ja. Alle bremsen und ich drase einfach durch. Und deswegen ja, bin das habe ich bei den Übungsstarts ganz häufig gemacht. Ich weiß. Das geht nicht gut. Doch, das klappt schon. Bitte fahr mir keinen Reifen ab. Okay, dann drückt mir mal bitte die Daumen, Leute. Ja, okay. Also übrigens, die Startampel ging, glaube ich, hier relativ schnell aus. Ich drück dir auch die Daumen und dann würde ich sagen, bringen wir das auch mal auf optimale Drehzahl. Was machst du da immer? Ah ja. Fahren. Junge, ganz ist schnell. Givonazzi oder wie der heißt, ist richtig weggepäst. Ich bin tot. Pff, Junge, du fliegst über die Strecke gerade. Guten Morgen. Hä, was ist das? Digga, ich wurde einfach weggerannt. Oh mein Gott, mein Ohr. Ich bin ganz normal gestartet, gerade ausgefahren. Bei mir ist einfach hinten einer draufgefahren, hat mich in die Bande geschoben und ich bin tot. Mein Ohr ist gerade so gestorben. Oh Mann. Junge. Hä? Dafür konnte ich ja gar nichts. Wieso habe ich nicht vom Platz 1 geübt? Zerstört. LOL, der hat so der hat sich drei Leute sind direkt raus. Der hat sich gerade geportet bei mir. Ich finde das cool. Also nicht, dass du raus bist, aber dass drei Leute raus sind und ich alle überholen konnte, gefühlt. Mein Plan ist fast Alter, aufgegangen. Alter, ich hasse Bahrain. Das ging ja mega schnell, Alter, wie... Ja, ich bin gestartet und danach, nach gefühlt wie 2 Sekunden oder so, ist mir der hinter mir schon draufgefahren. Ich bin ganz normal geradeaus, ich hab nicht nach links oder nach rechts oder so gelenkt, einfach nur geradeaus gefahren. Und dann ist mir einfach hinten einer draufgefahren und hat mich in die Bande gedrückt. Geil. Alter. Es regt mich so auf gerade, weil ich dafür... Es ist ja kein Fehler von mir und es ist ja noch nicht mal... Das würde ja in echt gar nicht passieren. Also wirklich, wenn das in echt passiert. Oh. Nee, weil das so ja, dumm ist. Ja, das ist einfach das Spiel, weißt du, die Bots haben da einfach so Vollgas gedrückt, obwohl ich da bin, nur weil ich vielleicht halt langsam oder so gestartet bin, weil ich ja nicht so schnell starten kann oder so, weil, keine Ahnung, durchdrehende Räder oder was weiß ich. Aber dass die einfach so straight, ohne Rücksicht auf Verluste, auf mich drauf fahren. Ich muss gerade gefühlt jede Kurve schneiden, weil ich so behindert bin. So, okay, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoppe Mike auf jeden Fall weiter. Ich unterstütze ihn jetzt. In der Infokarte könnt ihr vorbeischauen. Ja, danke. Danke für eure Unterstützung. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr das gerade verfolgt habt, was da passiert ist. Ich bin so gespannt auf dein Video. Total verrückt. Ich hasse das eigentlich, aber... Okay, Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall krass. Der hat mich gerade überholt. Nichts, weil ich da echt so nichts dreist für kann. Aber egal, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao. Wow, rip, 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 rip. Alter, ich fahre so schlecht in die Kurven rein. Ich muss die Vorderbugatti noch höher stellen. Ich bremse so kacke. Boah, das ist natürlich saumies jetzt. Weißt du, wie unfair das ist? Okay, Antonio Giovinazzi, der ist gerade letzter, der ist gerade in der Box. Der hat den krassesten Start ever hingelegt. Der hat mich so über... Also, was heißt überholt? Der war ja vor mir, aber er ist so weggepäst. Ey, aber wirklich... Ich versteh's nicht. Versteh's nicht. Du machst jetzt sicherlich nicht zu, du Arsch. Ja. Alter. Ich raste aus. Was denn? Hast du nicht gesehen? Nee, ich war gerade noch vorne. Ich musste gerade erst zu dir schalten. Ja, ich habe nur einen Frontflügel. Ich hab, wir waren zu zweit in der Kurve. Ich wollte mich nicht wegdrängen lassen, er wollte mich wegdrängen. Und dadurch sind wir gegeneinander gestoßen und dadurch bin ich gegen die Wand gedreht worden. Oh, mies. Also auch eher, ich weiß nicht, weil, ob es jetzt ultra sein Fehler war, aber so viel habe ich damit nicht zu tun. Ich bin jetzt gespannt, was für einen Reifen ich bekomme. Ich habe nämlich keine Ahnung, ich habe nichts eingestellt. Gelb, oh nee, jetzt fahre ich gelb-rot. Auch ein Doppelbox. Ey, wo sind die anderen eigentlich? Ich möchte mich halt immer noch keine überholen. Jetzt. Wie viele Plätze gibt es jetzt noch? 17, oder?
Ja. Geil, ich bin jetzt fast letzter. Ich fände es halt cool, wenn man einstellen könnte, dass man quasi an der Box gar nicht die Reifen wechselt. Weil das geht ja nicht auch. Ja, das stimmt. Das wäre nochmal ein neues cooles Feature. Also ich glaube, das wird nichts mehr. Wir haben zwar mega viel Runden noch, aber ich muss ja jetzt auch noch einen Boxenstopp machen, also ich habe keinen Vorteil. Und ich bin Vorletzter und mega Abstand natürlich zu denen da vorne. Da wir den Schwierigkeitsgrad jetzt nochmal höher gestellt haben, ich glaube, das ist so gut wie unmöglich, an die ranzukommen. Außer die bauen natürlich wieder einen Unfall, aber... Mich fuckt das gerade so ab, weil es einfach gar nicht meine Schuld war und ich glaube auch einfach, also es ist einfach Spielschuld. Das Spiel ist scheiße einfach. Das heißt, ja. Also nicht mal, dass es ein Rennunfall oder irgendwas wäre, sondern einfach das Spiel ist dumm gewesen an der Stelle. Weil die einfach durchgezogen haben. Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Okay, erzähl mir irgendwas. Was geht bei den anderen ab? Bei den anderen? Also Hamilton ist auf Platz 1, dann kommt Leclerc, dann der Bottas. Halten die sich irgendwie auf oder sind die weiter entfernt? Nee, die sind alle relativ weit entfernt. Oh Gott, da steht jemand. Hamilton ist raus. Was? Stand bei mir gerade. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Hoffe. Schon mal gut. Finde ich auch gut. Ich nehme auf. Hilfe. Hier klopft jemand. Meinst du, ich schaff noch irgendwas? Sieht ja, schlecht aus. Wie viel habe ich denn? Wie viel habe ich denn nach vorne ungefähr? Eine Minute, oder? Warte. Zum Auto vor dir beträgt 4,5 Sekunden. Ich werde das dann alles umstellen wieder. Oh, das war richtig crazy. Oh Gott, das ist doch einfach ja, verrückt. Ja, 50 Sekunden halt zu Platz 1. Krass. Wie viel Zeit man verliert. Komm, bitte Sekunden wenigstens die schnellste Vordermann. Runde schon mal. Ja, das bringt ja auch nur was, wenn du mindestens Platz 10 bist. Ja, das bringt mir schon insofern was, dass ich den anderen das nicht gönne. Die extra Punkte. Alter, sie liegen auch so viele Teile an dem. Ja, ja, ich sehe es, ich weiß. Dass da auch kein Safety Car gekommen ist. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Da sind zwei Autos auch richtig über mich rübergeflogen. Also es kommt echt wenig Safety Car Action hier. Also wenn Safety Car dann auf jeden Fall hätte es da kommen müssen, weil das war so der heftige Crash. Hätte ich nichts gegen gehabt. Kann auch gerne jetzt nochmal kommen. Also irgendwer muss sich crashen, am besten nicht ich. Ich verbremse mich so oft in diesem neuen Teil bisher. Also das ist gar nicht gut. Können wir direkt noch Schiene fahren? Nee, können wir nicht. Wenn du jetzt rausfliegst. Nee, können wir nicht. Nee. Müssen wir Freitag. Das müssen wir Freitag machen. Ich kann auf jeden Fall nicht bis dahin trainieren. Heißt, es läuft genauso wie es jetzt auch läuft, je nachdem, ich wie schon. Es jetzt läuft. Aber wenn ich einfach so getötet werde, kann ich auch nichts dagegen machen. Ja eben, du bist ja krass eigentlich. Auf. Ich hätte wirklich das Rennen auch gewinnen können wieder. Ich komme halt nicht mal an Platz 14 gut ran. Das dauert ewig.
Wie soll ich denn an die Punkte kommen, wenn ich nicht mal an den rankomme, ey? So schwierig. Also ich finde die Schwierigkeit eigentlich gerade ziemlich nice. Ja, vielleicht ist sie auch ganz gut, aber es ist halt echt krass schwierig jetzt für mich. Vielleicht ist einfach Platz 14 auch so krass. Nee, da ist ja ein Haas vor dir. Ja, aber ist doch lächerlich. Ja. Wie ich den Haas sehe einfach. Mann, ich will dir S. So ein Scheiß. Oh, da sind welche an der Box schon. Lol. Als ob das so schnell schon geht. Aber die müssen ja auch nochmal, ne? Oder? Ja. Also quasi wäre ich jetzt, wenn alle gehen würden, mit ihnen gleich auf. Dadurch wäre der Abstand ja eigentlich nochmal geringer, was gar nicht so schlecht ist. Ja, also. Weil natürlich Fahrer wie Grosjean oder so. Ich habe zwei verschiedene Box-Strategien vorgeschlagen bekommen. Also solche Leute wie Grosjean, wie er vor mir ist, der wird auf jeden Fall durchfahren. Was fährt denn der für Zeiten, die da vorne? Also Platz 2, 3 oder so, keine Ahnung. Also die ganz vorne waren alle noch nicht an der Box. Also, das fährt der erste Platz. Der erste Platz. Alter, das war so scheiße. Wird gleich angesagt. Der ist gerade Ende Sektor 3. Hat gleich über Startziel. Jetzt bin ich im DRS-Fenster. Ah, ne, fährt jetzt rein. In die Box. Das kann ich da jetzt leider auch nicht sehen. Ja, dann schau bei Bottas oder so, der nicht in die Box fährt. Fährt ja immer nur einer vom Team. Bottas wird gerade aufgehalten. Ich auch. Aber das war eine Outlap, der hat eine 2 Minuten Zeit gerade gefahren. Ach, der war dann schon in der Box. Ja. Ja, dann schau gleich mal, wenn's. Alter, und der hat richtig Party, Kollision. Er hat richtig Party. Komm jetzt, Grosjean, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ricardo ist gerade auf Platz 1, danach Lando Norris, dann Kevin Magnussen, dann Robert Kubica, George Russell. Ja, der Russell, der hat mit mir Beef angefangen, deswegen bin ich das auch. Das sind alles so richtige, außer Daniel Ricciardo, aber der ist halt auch im Renault unterwegs, so richtige Gammelfahrer. Ja. Gammelfahrer im Gammelgame. Ich habe Robert Kubica 12 Plätze aufgeholt. George Russell auch 12. Alexander Albon auch 12 Plätze aufgeholt. Ja, weil ihr mit eurem Crash habt echt. Ich habe auch mega viele aufgeholt, ja, instant. Ich habe 19 Plätze verloren. Ich war ja 11. Als ich da dann vorbei war. So, ich kann ja gleich sagen, Charles Leclerc fährt zum Beispiel gerade, ja, auf jeden Fall eine normale Runde. Kann ich dir gleich sagen, was er für eine Zeit fährt.